Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Opening auf diesem Kanal. Es ist Yu-Gi-Oh! Zeit, nicht Pokémon Zeit, Yu-Gi-Oh! Mal wieder Zeit, weil Yu-Gi-Oh! Bringt nämlich dieses Jahr auch noch zwei weitere Produkte raus. Nicht dieses Jahr, diesen Monat, Entschuldigung. Nämlich einmal Synchrostorm, das haben wir jetzt bekommen. Und dann kommt Ende des Monats, Anfang neuen Monats, also November, kommt dann Burst of Destiny, wo wir sagen und schreiben, zwei Cases hoffentlich bekommen werden und die Puls gucken, wie halt die sich verhalten, ob wir Starlight Rares natürlich ziehen, ne? Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir machen jetzt davon eins auf. Es lässt bei einem, weil ich finde, dieses Set ist nicht so der Kracher wie Legendary Duelist Magic Hero, dass es sich lohnt, halt wirklich Massen davon aufzumachen. Und deswegen starten wir auch direkt mit dem Päckchen öffnen. Und ja, ich habe schon gesehen, die sind nicht mal anders gepackt. Man hat dann die Rare-Karte, glaube ich, als erstes. Zion haben wir hier. Das ist auch eine uralte Karte gewesen. Ich glaube, der einzige Print war in diesem Spiel damals gewesen. Synchro-Entdecker, Tornadoche, ein wunderschöner Reprint. Dann haben wir Rotäugiger Würfel und Totembird. Totembird ist auch der erste Reprint seit dem Mega-Pack. Von MP19, glaube ich. Ja, was mich aber diesmal sehr gewundert hat, dass. Also, ich hätte mir eine Karte hier drin gewünscht, die einfach. Nicht hier drin, sondern dieser Synchro. Ah ne, Resonator, dieser Windresonator, der momentan sehr teuer geworden ist. Da habe ich mich gefreut, dass der hier drin ist, aber leider ist der hier nicht mehr drin. Das wäre schon ganz gut gewesen, weil er geht seine 15 Euro gerade und ich finde das ziemlich viel für eine Rare oder Kanon. Von daher, das ist eine neue. Oh Gott, diese Namen. Ich werde den Namen jetzt nicht aussprechen, aber das ist eine neue. Es ist eine neue. Taketonborg, Terrorkreise, Sterntopkrieger. Habe ich die Giant Card immer noch, die ich damals gewonnen habe. Ich war sehr froh darüber. Eine wunderschöne Giant Card. Ah ja, und der ist, glaube ich, der erste Reprint seit Battle of Legends Heroes Revenge, wo er als Secret Rare, glaube ich, rauskam. Ja. Da ging er auch so in 15 Cent mal, also von daher ist es vollkommen legit. Was der drin ist. Aber wir haben auch keine. Oh, die haben die erste Ultra Rare und zwar ist das Liquidiervogel. Aber ich glaube, das ist halt der, der halt gespielt ist oder der halt gespielt werden muss. Von daher passt schon. Nochmal Sternstaubkrieger. Also wiederholt sich halt das Set, ne? Warum der hier drin, das verstehe ich nicht. Weißes Ross der Blumenritter ist hier eine Super Rare. Aber sonst ist das Set nicht so, wo ich jetzt sagen muss, es muss man sich kaufen, das ist so gut. Nein, das tut's nicht. Von daher ist es ein schönes Set, es ist ein Nachbarset, es kann eventuell was reißen. Speed World ist nicht gerade ganz ungefährlich, also es kann schon gut was. Aber es ist halt die Frage dann, wie halt sich das Ganze entwickeln wird. Und von daher. Wird man es mit der Zeit sehen, so wie alles andere? Das Einzige, was ich mich halt bisher frage, wo bleibt mein Spoiler zu Maximum Gold 2? Das ist die Frage aller Fragen, die ich mir noch stellen muss. Wo der Spoiler mittlerweile bleibt. Weil es klappt nur immer, kommt auch das Maximum Gold 2 raus. Da habe ich, glaube ich, zwar auch zwei Cases bestellt, sind auch wieder 16 Boxen. Hier haben wir noch Geschwindigkeitsrollt Rad. Eine nächste Super Rare. Und ja. Dann ist das Jahr auch bald wieder rum und dann kommt noch Breath of Legends. Das wird das Set, das zwar, also ja, Megazens hat komplett abgerissen. Aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Mein Maxi ist nicht wiederkommen. Hochgeschwindigkeitsroll, Glasflügel, Fahrer. Das ist die zweite Ultra, die wir haben. Liquidiervogel, Phantomfeder. Banner der Revolution. Naja. Und man hat immer 36 Päckchen im Display drin. Keine 24, weil da sind immer nur 5 Karten pro Dings drin. Hier haben wir Liquidiervogel Vogelparadies. Eine Super Rare. Aber das Set ist ja auch, wie gesagt, ziemlich klein. Das ist jetzt berauschend. Aber es könnte sich eventuell mit der Zeit rentieren. Oft mal. Ne? Man wird sehen.
Auf jeden Fall ist hier dieses Boss-Monster drin, Level 10 Synchro, was halt alle spielen wollen. Was ein Omni-Negate ist. Nämlich diese Blumenbaronin. Baronin. Die ist halt einfach mal die Chase-Karte schlechthin. In den ganzen Set. Und ja. Gimme more of this. Please. Das ist halt der komplette Abriss des Sets. Aber dann haben wir schon mal Glück, in diesem Display eine gezogen zu haben. Es geht schlimmer. Wie immer. Konami. Da kann man nur Scheiße drin haben. So, dann haben wir so weitere Super Rare. Wir haben jetzt schon drei Ultras. Ich weiß nicht, wie viele drin sind. Ich glaube, vier Ultras und fünf Supers oder sieben Supers. Irgendwie war das mal. Ich kriege es nicht mehr. Aber es ist ja sowieso immer unterschiedlich. Von daher. Ja, was haltet ihr denn von den Set? Achso, und falls euch natürlich die Videos gefallen hier auf meinem Kanal, abonnieren und liken nicht vergessen. Es kommt immer und immer mehr. Von daher verpasst ihr nichts. Und wenn ich mehr Zeit finde in Zukunft, werde ich natürlich auch bessere Videos hochladen können. Oder mit anderen YouTubern, eventuell mit diesen Didi-Videos, das ist ganz cool. Blumenweise haben wir hier. Noch eine Ultra, das ist die vierte. Vielleicht kommen da ein, zwei Videos mal zusammen. Muss man mal schauen, wenn er Bock hat. Dann haben wir nochmal ein weißes Ross als Super Rare. Ah, ich glaube, das waren vier Ultras und 5 Supers. Stimmen aber noch mehr Ultras mit, so ist es nicht. So, da haben wir noch eine Super. Das ist der Geschwindigkeitsroll Ultra Jagdhund. Geil. Das ist ein Jagdhund, ja. Geil. Wirklich. Sexy as well. Und da ist noch der fünfte Ultra. Sei doch. Und die soll auch ziemlich gut sein. Das ist der Liquiliervogel. Oh Gott. Cholestini-Stelze. Super Name. Genau. So, und somit haben wir das letzte Päckchen von diesem Booster-Reihe. Für euch, für mich. Und es ist nichts weiter. Deswegen, 5 Ultras und 6 Supers. Ist ein guter Schnitt. Kann man machen. Finde ich gut. Ich habe mein Geld wieder raus. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Glück da draußen bei eurem Puls. Ne? Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Schreibt mir in den Kommentar, was ihr damit bauen könnt, in welchem Zusammenhang oder was ihr euch besser wünschen würdet von dem Set. Lasst drüber einfach schnacken. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Und ciao.